Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Do-It-Yourself Workshop. Ich bin gerade in Köln bei der Firma Vector Welding, den Hersteller von Plasmaschneidern. Wir werden heute ein Video drehen, und zwar welchen Kompressor benötigen wir zum Plasmaschneiden. Dafür hat mir die Firma Vector Welding höflicherweise drei Geräte zum Testen zur Verfügung gestellt, und zwar eine mit Kontaktzündung, Hochfrequenzzündung und eine mit einer Pilotzündung. Dazu habe ich hier noch einige Kompressoren aus dem privaten Portfolio von Freunden und Bekannten mitgebracht und die Firma Impotex, die war so höflich und hat mir für diesen Test auch noch ein Gerät zur Verfügung gestellt. Nach dem Intro seht ihr mehr. So, hier und da werde ich natürlich auch das eine oder andere noch nachvertonen. Es wird auch noch weiter im Hintergrund natürlich gearbeitet. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit ist hier viel Bewegung und ich befinde mich natürlich im Lager von der Firma Vector Welding. Also nimmt es mir nicht übel, wenn ich zwischendurch nicht zu sehen bin, aber trotzdem etwas erzähle. Verschaffen wir uns erstmal einen kleinen Überblick über die Geräte und ihre Kesselgrößen. Von rechts nach links haben wir den kleinsten Kessel mit nur 18 Litern von der Firma Implotex, einen Flüsterkompressor. Dahinter steht der zweitkleinste von Metabo mit 19 Litern. In der Mitte einen 50 Liter Kompressor von Güde. Hinten links 100 Liter Kompressor von Scheppach und links der Vertreter für die Baumarkt- und Supermarktkompressoren, der drittkleinste in diesem Test von Topcraft mit 24 Litern. Leider sagt die Kesselgröße nicht viel über die Leistung der Kompressoren aus. Gerade beim Plasmaschneiden kommt es nämlich auf die Liefermenge bei 5 Bar an. Viele Hersteller sind sehr geizig, was die Lieferangaben angeht. Bei Recherchen für dieses Video war ich sehr erstaunt, dass nur Scheppach und Implotex detaillierte Angaben zu den Liefermengen gemacht hat. Hier blende ich euch mal die Liefermengen ein, aus dem man die Liefermenge bei 5 Bar entnehmen kann. Viele Hersteller haben am Kompressor nur die Ansaugluftmenge stehen, die natürlich immer höher ist als die Abgabe des Kompressors. Beim Scheppach zum Beispiel steht sehr groß in Rot aufgedruckt 412 Liter die Minute am Kessel. Wenn man dann aber in die Tabelle schaut, haben wir hier eine Lieferabgabe des Kompressors bei 5 Bar von 196 Liter die Minute. Bei 8 Bar 145 Liter. Diese Angaben errechnen sich aus der Füllleistung des Kesselinhaltes. Die Füllleistung ist abhängig von der Leistung des Motors, Zylinderanzahl und des Hubraums des Zylinders. Bevor wir nun alle Kompressoren testen, ermitteln wir erstmal den Luftverbrauch der Plasmaschneider bei 5 Bar. Links am Druckmanometer habe ich den Verbrauch auf 5 Bar eingestellt. Rechts am Manometer seht ihr, dass der Kessel fast voll ist mit 8 Bar. Der Kompressor ist ausgeschaltet und nun lasse ich den Plasmaschneider für ca. 30 Sekunden laufen, um danach den Verbrauch vom Druckmanometer abzulesen. Der Rest ist Mathematik. 100 Liter Kesselinhalt mal 8 Bar bedeuten 800 Liter Druckluft. Nach ca. 30 Sekunden haben wir dann einen Wert, den wir mal 2 nehmen können, und schon haben wir den Luftverbrauch bei 5 Bar pro Minute ermittelt. Aber das sind hier natürlich keine Laborwerte, sondern dienen eher als Richtwerte. Diesen Test habe ich dann dreimal wiederholt, um das Ergebnis zu kontrollieren. Jedes Mal landete ich bei 7 Bar in 30 Sekunden, bedeutet also 1 Bar nach 30 Sekunden mal 2 sind 2 Bar pro Minute. Dieses wieder mal 100 Liter Kesselgröße ergibt einen Verbrauch von 200 Liter die Minute Luftverbrauch bei 5 Bar. Beginnen möchte ich mit dem Topcraft Supermarktkompressor. Er hat 1500 Watt Leistung und auch schon einige Arbeitsstunden auf dem Buckel, wie man sehen kann. Seine Leistung ist mit ca. 80 Liter pro Minute bei 5 Bar angegeben. Nach knapp 15 Sekunden schaltet der Druckschalter, weil der Kesseldruck nur noch bei 5 Bar ist. Bei etwa einer Minute sieht man, dass der Motor den Druck bei 5 Bar nicht halten kann. Er fällt sehr schnell auf die fast 4 Bar ab, weswegen ich auch kurz danach abbreche. Im Zeitraffer sieht man das dann besser, wie der Druck wirklich runtergeht. Da ich zu spät den Kompressor abgeschaltet habe, ist hier nun der Druck wieder bis 4,5 Bar gestiegen. Als nächstes geht der 50 Liter Güdekompressor ins Rennen. Er hat einen großen Vorteil. Er hat einen Betriebsdruck von 10 Bar und einen Einschaltdruck von ca. 7,5 Bar. Mit seinen 1800 Watt Leistung, 50 Liter Kesselvolumen und einer Liefermenge von ca. 130 Litern bei 5 Bar schaltet der Druckschalter erst nach ca. 33 Sekunden. Im Zeitraffer sieht man zwar, dass der Kesseldruck langsam fällt, aber nicht wirklich die 5 Bar Grenze unterschreiten würde. Nach über einer Minute haben wir immer noch über 7 Bar Druck im Kessel. Als nächstes folgt dann der Implotex Flüsterkompressor. Auf den war ich natürlich sehr gespannt, wie der sich in diesem Test schlägt.
Mit dem kleinsten Kessel von 18 Litern und einer Liefermenge von ca. 180 Liter pro Minute ist er knapp an der Grenze zum geforderten Luftverbrauch. Auch hier ist über den Druckminderer des Plasmaschneiders eine Abgabe von 5 Bar eingestellt. Nach etwa 8 Sekunden fällt der Druck auf 6 Bar ab und der Kompressor fängt an zu arbeiten. Im kalten Zustand hält er dann auch den Druck von 6 Bar für ca. 40 Sekunden. Auch nach einer Minute ist der Druck noch weit über 5,5 Bar. Erst nach einer Minute 45 fällt langsam der Druck am Plasmaschneider auf etwas unter 5 Bar. Ich bin positiv überrascht, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Als nächstes geht der Baustellenkompressor von Metabo ins Rennen. Er ist der stärkste Kompressor mit dem zweitkleinsten Kessel in diesem Test. Auch er hat schon stark gelitten, wie man sieht, aber was würde mein Kumpel Jens dazu sagen? Läuft doch Bombe! Oh, wah! Mit seinen 2200 Watt Leistung, 2 Zylindern, 19 Liter Kessel und über 240 Liter die Minute bei 5 Bar ist dieser Test keine Herausforderung für ihn. Er springt nach ca. 11 Sekunden an, aber seine Nadel steigt sogar am Druckmanometer vom Kessel. Nach etwas über 1 Minute 30 breche ich dann den Test ab, denn seine Lieferleistung liegt über dem Luftverbrauch von über 200 Litern. Als letztes schicke ich dann den Scheppach-Kompressor ins Rennen. Auch für ihn sollte dieser Test kein Problem sein. Er hat einen 100-Liter-Kessel, 2 Zylinder, 2200 Watt Leistung und eine Liefermenge von knapp 200 Litern pro Minute. Er ist der zweitstärkste Kompressor in diesem Test. Mein kleiner Test hat auch die Mitarbeiter von Vector Welding neugierig gemacht, wie man unschwer im Hintergrund hören kann. Nach etwas über einer Minute springt hier erst der Kompressor bei 6 Bar Kesseldruck an. Und auch hier wird der Druck bei 6 Bar gehalten, mit der Tendenz sogar leicht zu steigen. Um zu meinem abschließenden Fazit zu kommen. Wer noch keinen Kompressor besitzt oder eventuell einen besitzt und jedoch mit dem Gedanken spielt, sich einen Plasmaschneider zuzulegen, weiß jetzt, worauf er achten sollte. Vergleicht die Liefermengen mit eurem Kompressor und schlagt eine Luftmenge von ca. 20% drauf, falls ihr euch einen Plasmaschneider bis 6 Bar Betriebsdruck kaufen wollt. Jeder dieser Kompressoren hat seine Vor- und Nachteile. Wer es klein und leise haben möchte, greift zum Implotex Flüsterkompressor. Hiermit lassen sich auch Arbeiten bis 10 mm Materialdicke erledigen. Sein Vorteil liegt klar in der Lautstärke und der hohen Liefermenge bei kleinstem Platz. Allen anderen empfehle ich einen Kompressor mit mindestens 50 Liter Kesselinhalt und 10 Liter Betriebsdruck, so wie beim Güde-Kompressor. Wer natürlich den Platz in seiner Werkstatt hat und auch das nötige Kleingeld, greift natürlich zu einem 100-Liter-Kompressor. Hiermit lässt sich natürlich am besten arbeiten und hat auch noch Reserven für andere Druckluftgeräte, die ebenfalls einen hohen Druckluftverbrauch haben. Der Metabo war eindeutig der beste in diesem Test, aber wie man auch am Preis erkennen kann, spielt er preislich in einer ganz anderen Liga mit. Er ist eher was für Gewerbebetreibende, die einen neuen Baustellenkompressor suchen. Mit einem günstigen 24-Liter-Kompressor kann man zwar auch Plasma schneiden, aber hier würde ich einen Betriebsdruck von 3,5 bis 4 Bar einstellen für dünne Bleche von ungefähr 3 bis 6 mm Materialdicke. Somit kann man auch länger mit ihm arbeiten. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen möchtet, schreibt gerne unten in die Kommentare rein, lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert natürlich im besten Fall sogar meinen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.